Das schauen wir uns morgen an. Wir schauen rein bei Paluten. Geil! 4 Millionen Abonnenten von Paluten. Let's go! Es war mit Abstand die beste Entscheidung meines Lebens. Okay. Das war's? Ja, moin Leute. Schön, dass ihr... Wow. Jetzt muss ich mich mal erstmal ein bisschen an die Steuerung gewöhnen. Ach, wie geil, Digga. Wie nice, wie emotional. Moin Leute, herzlich willkommen bei meinem ersten Let's Play. Happy Wheels hat der gezockt. Mein Name ist Paluten. Wie wild, ja, ich erinnere mich. Moin Leute, herzlich willkommen zu meinem ersten Let's Play Minecraft. Ah, Junge. Also wer da kein Ständer Gänsehaut hat, der soll sich... Ja. Moin Leute, ja, nur zur Info vorweg. Dieses Video habe ich nicht mit dem Toaster oder so aufgenommen. Moin Leute, herzlich willkommen zu meinem ersten FIFA-Projekt. Krass. Und da ging's los. Und ich denke, das Ganze ist hier gerade so eine Art Prolog. GTA, Junge. GTA 5. Digga, schon wild, was der geschafft hat, oder? Ich bin hier der Eckmann und ich begrüße euch ganz herzlich zu unserem Hack. 4 Millionen Abonnenten in Deutschland, das ist schon echt eine Menge. Also ist wirklich krass. Da muss man einfach sagen, Glückwunsch, Bro. Wirklich. Projekt George. Der hat sich einfach null verändert. Der ist einfach nicht gealtert, Digga. Der ist einfach nicht gealtert. Der ist einfach so geblieben, wie er ist. Moin Leute, herzlich willkommen zu Guess ja, What? Ja, Guess den What? Interaktiven Faktenquiz. Auf jeden Fall ist es endlich da. What? Die Shirts kenne ich sogar noch, Digga. Das der erste Shirt. Merch. Er ist tot. Oh. Echt? Jo. Und Paluten gewinnt Babo, Alter. Willkommen zur ersten Folge von Minecraft Galaxy. Ein kleinen neuen Projekt. Kommt zum Start der Bad Wars Woche. Das die Bad Wars Woche, da sind wir gerade zusammengezogen. Nee, noch nicht. Das kam ein bisschen später. Das bedeutet jeden Tag eine andere Map mit einem anderen YouTuber. Ach, wie krass. Zum Start von Varo 2. Das hier ist Team. Ich glaube, da hat er schon in Köln gewohnt. Lula sind Paluten und ich. Hallo. Hallihallo. Ja, da hat er schon in Köln gewohnt. Edgar. Komm mit. Da war Minecraft Freedom. Ja, ja. Zu einem kleinen Vlog. Denn die schmackhafte Kamera, sie ist endlich da. Es ist ein bisschen peinlich, hier einfach zu stehen. Ich weiß gar nicht, wie sie heute. Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen LP. Wie geil, wie lange nice. Wurde er ach Mann, wie cool, Alter. Jetzt ist er endlich. Das war schon im YouTube-Haus, da haben wir schon zusammen gewohnt. Ich frag mich gerade nur, warum sind da keine Szenen von mir drin, Palle? Kommt bestimmt noch, ne? Ja. Let's play, hallo. Oh. Ah. Paluten. Hallo. Ne? Hallo, Paluten. Ah, Minecraft-Leben. Minecraft-Leben und wir gehen jetzt einfach mal zum Server, würde ich sagen. Okay, ja, ja, auf jeden Fall. Willkommen zu Minecraft Flash 2 und das liegt zur zweiten Folge. Hallo Paluten! Hi! Hallo! Ah, da war ich kurz, so ganz kurz drin, ja. Willkommen zur heutigen Sonntagsfolge von Minecraft Mark. Mark, ja, Minecraft Mark, das war geil. Herzlich willkommen zur ersten Folge von Varo 3, Team Chaos WG ist am Schlüssel. Ja, da haben wir zusammengezockt, Varo 3, stimmt! Oh Gott, mit Revi. Warum sagt der, oh Gott, mit Revi, what the fuck, Bro? Digga, hä? Also, Diggi, das war insane. Es war einfach nur insane. Wir waren das beste Team. Moin, Leute, herzlich willkommen zur ersten offiziellen Minecraft Freedom. Folge von Minecraft Freedom. Hallo, ja. Zombie. Hallo, Paluten. Damals noch Zombie ja, gesagt. Minecraft Herr. Sky. Die erste Folge von Minecraft Sky. Bist du bereit? Nein. Ich auch nicht. Warum? Was? Es wurde schon gestartet. Ja, aber kann was sie doch werfen. Ich sehe dich. Digga, Alter, wild, what the wild, fuck? Wild, ich bin fast tot. Ich bin. Ich sehe sie. Was? Man muss überlegen, wie lange der das schon macht, wa? Diese Reise begann bei 0 Abonnenten und 4 Jahre später haben wir es irgendwie geschafft, die 2 Millionen Abonnenten zu knacken. Krass. Moin Leute, am heutigen Tag. Da hat er immer noch in Köln gewohnt, ne? Ja. Des Busfahrers. Ja, Bus im Zauber. Minecraft Nero. Minecraft Nero. Ist auch noch Minecraft Nero. Der ist jetzt Zahlen. Wie sie nach oben ja, stehen. Ja, und da waren Maudado und Zombie dann auch bei Freedom. Reise in die Welt von Minecraft Freedom begleitet. Schade, dass so wenig IRL-Szenen da drin sind. Nicht so viel von Vlogs und so. Ach, Pokémon Go. Ja, ja. Das hat er gegrindet. Ihr habt es wahrscheinlich schon mitbekommen. Ich will jetzt ins UFO gehen. Der Start vom UFO. Da, UFO, ja, ich wundere mich gerade schon. Hallo, ja, UFO war wilde Zeit, UFO war geil. Am
Kümmern wir uns natürlich mal wieder um ein paar Paluten-Animationen. Ah, die guten Paluten-Animationen. Oh, Minecraft Mörder. Auch so geil. Hey und willkommen zu einem neuen das Sims-Projekt der Palette. Und zwar die Sims 4 oh, mit Planet auch ein geil, absolut geil, geiles geil. Projekt. Moin Leute, herzlich willkommen Forest. Zum zweiten Part von The Forest. Hey und willkommen zu einem neuen Minecraft-Projekt zusammen mit der Palette. Minecraft Hallo. Dimension. Hallo Winnie! Minecraft Flasche! Das habe ich alles gar nicht mehr mitbekommen. Das habe ich gar nicht mehr mitbekommen. Minecraft Flasche und Minecraft Dimension. Oh. Habe ich alles, muss ich ehrlich sagen, ist an mir vorbeigezogen, Chat. Moin Leute, herzlich oh, Raft, ganz war, klar. Raft war auch geil. Zusammen mit German Let's Play. Denn, meine Damen und Herren, wir werden hoffentlich... Gold Rush, stimmt. Moin Leute, herzlich willkommen. Es lebe Arzt Totzka. Der Grenzposten-Simulator, beziehungsweise Papers. Da hat er schon in München gewohnt, ne? Ja. Und die 3 Millionen. Oh, was ist das für eine Reise, Leute? Krank. Moin, Leute, am heutigen Tag. Oh, was der Kunde-Simulator. Wie lange hat uns zwar bei Junge, der wirklich jedes Spiel auf der Welt gezockt. Wie kann man so viel zocken? Und zwar als Team. Wie kann man so auch so ein geiles Spiel. Moin, Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Projekt. Wie kann man so viel zocken? Survival Evolved. Wie kann man mit Jump? Let's play. Oh. Landwirtschaftssimulator. Landwirtschaftssimulator. Holy shit. Moin Leute, herzlich willkommen zu... Könnt ihr kurz... Nee Leute, ich will ihn jetzt nicht anrufen. Ich weiß nicht, was er gerade macht. Lasst ihn in Ruhe feiern. Und wenn das hier weiter mit den Anrufen geht, dann einfach mal im Emote-Chat reinhauen. Grüße. Auch geil. Ah, ein bisschen Human Fall Flat. Ey, was für verschiedene Spiele im Laufe der Zeit ich gezockt habe. Das ist so geil. Moin Leute, herzlich willkommen. Oh, Olympia. Digga, die Jacke hat ja schon so lange. Sozusagen von dieser Minecraft-Schiene komplett mich meiner Meinung nach weiterentwickelt hat. Auch viele verschiedene Spiele. Ja, das stimmt. Er hat alles gespielt. Das stimmt. Vier Millionen sind wirklich wild viel, wa? Minecraft-Fluff. Moin Leute, herzlich willkommen. Aber Minecraft nie vergessen. Fahrradsimulator auch geil. Moin Leute, herzlich willkommen zur die neue Staffel von Raft. Staffel von Raft zusammen mit German. Let's play. Hallo. Krass. So heftig, jetzt einer der größten Moin Deutschen. Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Mein neues Simulator. Schlamassel in Welt. Das ist krass, ne? Unser Gucci-Laden wird am heutigen das Tag umgebaut. Und zwar zu einem Lebensmittelladen. Klar. Was hat der Podcast? Zur 20. Folge. Und auch ein schöner Abschnitt, den ich definitiv nicht missen möchte. Tim Bergmann. Mhm. Ja, hallo. Geil. Schade, dass sie das nicht mehr machen. Habe ich gerne mal reingehört, muss ich ehrlich sagen. Ah, da war ich ein bisschen enttäuscht bei dem Spiel. Minecraft Dungeons. Das sagt ja auch so geil, ja. Da war ich ein bisschen enttäuscht. Da hat's, ja, klar. Herzlich willkommen. Oh, saugeil. Vom Lego Polizei Simulator. Geil, Lego Undercover. Boah, saugeiles Spiel. Krass, war ich so froh, dass ich das durchgezockt habe. Wie kann man so viel zocken? Wie kann man so viel zocken? Ein Jahr später. Man muss sich mal überlegen, guck mal bei dem Pace, wie lange das dauert, 4 Millionen Abonnenten zu haben. Ganz verrückt. Ich vergesse auch jedes Mal, wie viel 3 Millionen Abonnenten eigentlich sind, wa? Oder 3,2 Millionen Abonnenten, was auch immer ich jetzt hier habe. Es ist so viel, das ist einfach so verrückt viel. Schlamassel im Weltall und bald das nächste Buch. Das nächste Buch, Schlamassel in der Hose. Moin Leute, herzlich willkommen. Donnerwetter am Mount Schneverest. Heißt das wirklich so? Herzlich willkommen zu meiner ersten ist kein Folge Fake. Von Among Us. Ah, nice. Ah, Among Us. Moin Leute, herzlich willkommen zu einer Runde von Neighbors Back from Hell. Alter, da war schnell 100k jetzt gemacht. Geiles Game. Krass. Moin Leute, herzlich willkommen zur vierten Staffel von Raft. Das ist so geil, dass der so Games 4 Staffeln lang zocken kann. Mir wird nach einer Stunde Spielen langweilig einfach. Ja, man, let's play. Moin Leute, herzlich willkommen. Kompletter Kanal ist einfach nur Paluten und Job Let's Play, wirklich. Let's play. Hallo.
Oh, das jetzt geht's langsam, Alter. 4 Millionen. Diese Zahl. Diese Zahl. Ich denke, es ist gerade krass. Ein echt guter krass, Zeitpunkt, krass, krass. Um einfach mal Danke zu sagen. Ja, glaube ich auch. Danke, 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 dass ihr euch meine Videos anguckt. Absolut verdient. Dass ihr mich unterstützt. Absolut verdient. 8,5 Jahre YouTube schon. 8,5 Jahre. Ja, bei mir auch fast 8 Jahre, ne? What the fuck? So, wie lang schon? Bah, what the fuck? 8,5. Wie scheiße. 8,5 Jahre YouTube. Circa. 4 Millionen Abonnenten. Das ist meine Herzenswelle im Chat da. 3,2 Milliarden Aufrufe. What the fuck? 5.800 Videos. 5.800 Videos. Im Durchschnitt 3.000 Likes pro Video. What the fuck? Was sind das für Statistiken, Junge? Was pullt der Boy für Numbers? 259 Dislikes pro Video. 1.300 Kommentare. Ja, schon verrückt. Außerdem 700.000 Follower auf Twitch. 419 auf Team Krass. Paluten. Grüße gehen raus. Boah. Ah, Durchschnittswerte der letzten 60 Tage. Alle Angaben ohne Gewähr. Krass, krass, krass. Jetzt müsste da unten noch so ein Reiter kommen. Über 3 Millionen Euro Umsatz in 2020. So noch so eine Zahl, einfach so Steuerbescheid. Bro, herzlichen Glückwunsch, Mann. Alles, alles Gute, Digga. Alles, alles Gute. Herzlichen Glückwunsch, Digga, wirklich. Danke für diese verrückte Zeit. Danke, dass ihr immer hinter mir steht. Ich bin leider nie der Beste, sich in solchen Situationen irgendwie auszudrücken und Boah, auch ich irgendwie Pall seine, echt lang nicht mehr gesehen, seine Dankbarkeit so in Worte zu fassen. Da würde ich ihn jetzt gerne mal kurz umarmen und über den Kopf streicheln, bin ich ehrlich. Das bin ich also irgendwie kurz, nie so richtig gut, aber ich hoffe, ihr wisst, dass ich wirklich dankbar bin für alles, was ich habe. Ich bin dankbar für die Zeit, die ich hier auf YouTube irgendwie verbringen kann, YouTube machen kann und einfach, ja, diese Reise ist auf jeden Fall noch nicht vorbei, Leute. Oh, geil, Digga, geil, geil, geil. Wisst ihr, was ich krass finde, dass er sich wirklich so crazy entwickelt hat, Mann? Also ich kenne ihn ja schon als, wir haben angefangen mit 200.000 Abonnenten, beide, und das ist schon verrückt, das ist wirklich schon verrückt. Da wird man auch manchmal ein bisschen sentimental, wenn man überlegt, wie lang das jetzt schon her ist und wie viel in dieser Zeit passiert ist und wie es halt immer weitergeht, wie wir uns immer wieder neu erfinden können und ihr uns die Möglichkeit gibt, das halt alles zu machen und wie man, das Geilste ist wirklich zu sehen, wie Leute, die man mag, Freunde, Kollegen, Menschen, mit denen man irgendwie was verbindet, wenn die einfach succeeden. Wisst ihr, das ist das Schönste, was es gibt. Das ist wirklich das Schönste, was es gibt, wenn man sieht, wie jemand, den man kennt und der etwas liebt und irgendetwas macht, wie der da einfach Erfolg mit hat. Nicht nur rein numerisch, sondern wie diese Person einfach super zufrieden und glücklich damit ist, was er macht. Und das sehe ich bei Patrick wirklich tagtäglich, wenn ich mal in Videos oder Streams reinschaue oder so. Großer Fan der Wanderstories und ich finde es absolut krass, Bro, wie du dich entwickelt hast. Wirklich, ich finde es heftig. Du bist wirklich der krasseste Gamer in Deutschland wahrscheinlich. Einer der größten Kanäle in Deutschland mittlerweile. Und ich wünsche dir weiterhin alles, alles Gute und du hast das vollkommen verdient. Es ist krass, was wir beide für eine Reise hinter uns haben. Und du hast recht, dieser Weg und alles, was wir halt bis dato so durchgemacht haben. Und ich erinnere mich halt echt noch an den Anfang, den Einzug, als wäre es gestern gewesen, wo wir da in das Haus eingezogen sind und noch Sachen hochgeschleppt haben und die ersten Monate nicht mal so wirklich Kohle hatten und alles. Und einfach nur zwei junge Wirrköpfe waren, die gerne mal rausgegangen sind zum Feiern und so. Und dann irgendwann dieses Ding einfach zur Berufung gemacht haben. Das ist schon krass. Das ist wirklich krass, Digga. Ich könnte gerade fast heulen. Digga, ich find's wirklich bemerkenswert. Ich find's wirklich bemerkenswert. Big GG an dich. Ja. Ich will weiterhin Gas geben. Ich will euch weiterhin unterhalten. Ich hoffe, ihr seid weiterhin am Start. Denn diese ganze Paludengeschichte. Da sind auch ein paar Tränchen im Auge. Ich sehe das doch, Bro. Komm, versteck's nicht.
Ich glaube, dass das Thema, das Kapitel ist er noch nicht... Er ist auch sehr glücklich. Er ist auch sehr, 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 sehr glücklich. Und das freut mich so sehr. Ich finde, es ist so schön, wenn einfach... Ja, wenn einfach Kollegen von einem happy sind, Mann. Was soll ich sagen? Was soll ich sagen, Mann? Es ist einfach nur geil. Abgeschlossen. Ich will weitermachen. Und ich weiß jetzt auch nicht, was ich noch weiter sagen soll. Was Ach, Digga, nein, hör auf. Was nur annähernd beschreibt, was irgendwie in meinem Kopf so vor sich geht. Es ist Oh, Digga. Einfach pure Dankbarkeit für alles, was ich in dieser Zeit erleben durfte. Ach, das ist einfach völlig verrückt. Dieses ganze Leben ist einfach völlig verrückt. Ja. Ja, ist so. Ist so, Mann. Ist so. Muss ich einfach sagen. Und ich will euch auch nicht weiter nerven. Ich möchte hier einmal sagen, ein großes Dankeschön an Best of Paluten, der das Ganze hier zusammengebastelt. Geil, ist natürlich geil. Auch verlinkt. Leute, danke, danke, danke. 4 Millionen sind krass, aber ich möchte nochmal gerade die Kurve bekommen. Gerade die Kurve bekommen, kurz am Heulen. Wir haben es beide nochmal hinbekommen. Hier ist einfach noch nicht Ende. Und dementsprechend sehen wir uns direkt schon morgen bei einem neuen Video. Tschüss. Was soll ich dazu sagen, Leute? Was soll ich dazu sagen, Mann? Das ist halt einfach verrückt, wenn man eine Person schon so lange kennt. Also kennt im Sinne, ich meine, wir kennen uns nicht, das ist das Ding, wir kennen uns ja nicht wirklich. Wir sind ja jetzt nicht wie Freunde von Geburt an, aber wir sind uns halt unglaublich close, weil wir halt dieses Anfangsstadium so zusammen durchgemacht haben. Wisst ihr, was ich meine? Und das verbindet halt wirklich krass. Also, wir haben so viele verrückte Geschichten, Mann, Palle und ich, die innerhalb von diesem einen Jahr Chaos-WG so passiert sind. Das sind Stories, die können wir niemals hier offen erzählen. Das sind Stories, die wirklich super, super funny sind. Und das sind Sachen, die immer nur so zwischen uns bleiben werden. Und das ist mega geil. Also ich muss auch ehrlich sagen, ich admire und respektiere Palle einfach auch so als Mensch, als Kollegen, als Freund. Weil jedes Mal, wenn ich irgendwie in München bin oder so, gehe ich gern dahin, habe einen kurzen Schnack mit ihm, einen kurzen Talk. Es ist immer wieder so wie früher. Palle ist genauso jemand für mich wie Simon, der unglaublich krass zumindest mein YouTube-Leben bereichert hat und von Anfang an am Start war und von Anfang an dabei war. Ich weiß nicht, was ich mehr dazu sagen soll. Ich gönne ihm das 100%ig und wie ich gerade schon gesagt habe, was gibt's Geileres zu sehen, wie wenn Leute happy sind, die man mag. Wisst ihr, was ich meine? Deshalb, Bro, alles Gute weiterhin, zieh dein Ding weiterhin durch. Ich find's krass, wie du dich entwickelt hast, wirklich. Es ist nicht immer leicht gewesen, glaube ich, für uns alle. Wir hatten alle auch echt mal ein paar Downs dabei und so ein Job wie YouTube und dieses ganze Ding und Streaming und Content kreieren, das mag nach außen hin wirklich, und da haben wir auch schon oft drüber gesprochen, immer wieder sehr einfach aussehen, aber das bringt auch einige Opfer mit sich. Das bringt einige Opfer mit sich und diese Opfer geht man oftmals einen Tag täglich, und ich will mich jetzt auch nicht hinstellen und weinen, aber ich weiß ganz genau, wie viel Schweiß und Aufopferung dahinter steckt, hinter so einer Zahl und hinter so viel Output und hinter so viel Kreativität. Deshalb ist das für mich wirklich das Krasseste, das so zu respektieren. Also kann ich nicht anders sagen, Mann. Kann ich wirklich nicht anders sagen, Palle. Ich, ja, Digga, ich wünsche dir weiterhin alles Gute. Wirklich, Bro. Ich hoffe, dass du das weiterhin so durchziehen kannst, dein Ding. Und freue mich auf deinen 5, 6, 7 und 8 Millionen Abonnenten-Special, Bro. Vielleicht sogar auf 10. Mal schauen. Mal gucken, wohin es mit Deutschland noch geht. Wir sehen uns irgendwann nochmal wieder, mein Guter.